Das Böse begrüßt euch halt herzlich zurück hier bei Darksiders 2. Wir sind hier gerade an der Narbe und haben in der letzten Folge diesen kleinen Dungeon soweit hinter uns gelassen. Jetzt gehen wir hier durch und wollen hier natürlich jetzt Gorn stellen. Ich kann nicht. Drei Heiltränke, ernsthaft? Wahnsinn. Unmöglich. Man wird hier mit Heiltränken zugeschmissen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Aber bestimmt. Jetzt wird es wahrscheinlich auf ein hitziges Duell mit Gorn hinauslaufen. Oh shit. Ich ahne Schreckliches. Na dann. Also ist er das doch selber. Mach mal so bitte erstmal. Oh wow. Ist so eine Art AOE-Angriff. Gar nicht unzerstörbar. Oh mein Gott. Das könnte noch richtig bitter werden hier. Knochen. Bring Gorn Knochen. Was? What the? Ich sehe nix. Jo. Ich würde mal sagen, wir haben ihn geschafft. Woo! Gott sei Dankchen. Den haben wir jetzt. Oh, nicht schlecht, aber auch nicht gut. Okay. Wir können jetzt zurückgehen, würde ich mal sagen. Jups. Er war fordernd, aber ich denke mal, es lag jetzt auch wieder an unserem etwas fortgeschrittenen Level, dass wir nicht so unendlich viele Probleme damit hatten. Und wie gesagt, es war okay. War ein Kampf, der durchaus in Ordnung war. Ja, wie dumm. Ich dachte jetzt wirklich, ich schaff das, aber es war natürlich total doof. Kennt man ja. Und dann werden wir zurück zum Dreistein. Hier, ich mach nochmal Tricks nebenbei, so. Okay, warte mal, wo muss ich lang? Einfach nur geradeaus. Quasi. Kein Problem. Yay! Lass mich mal hier durch, auch wenn du speicherst. Schlumpel, Pumpe, rum, pum, 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 yay! Wupp. Und zurück hier. Am verkohlten Pässchen. Wir sollen wohin? Zum Dreistein, oder? Das trifft sich gut, weil hier ist der Schlangenfoliant. Ja, bitte. Und da wollte ich eh nochmal hin. So, Schlangenfoliant. Wo genau war der hier? Der war da oben. Denn wir haben ja noch eine legendäre Waffe zum Abholen bereit. Zum Abholen. Komm, gib. Gib. Dankeschön. Geschenk von Vulgrim. Sei vorsichtig, was du zurücklässt, Reiter, wenn ein so mächtiger Gegenstand den falschen in die falschen Hände fällt, so rum. Dankeschön.
das Zepter des abgesetzten Königs. Argul, der abgesetzte König, schmiedete diese Keule, um sie im Kampf gegen seine verhasstesten Feinde einzusetzen. Das Zepter enthält die Essenz von Arguls kaltem Zorn und lässt das Blut seiner Opfer mit jedem Treffer gefrieren. Yo, cool. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wow. Ich dachte nicht, dass das... Naja, egal. Dann sind wir jetzt halt so neben den langen Weg. Warum sollte man hier auch was abkürzen können? Wäre ja langweilig. Zäh. Gemeinheit. Oh mein Gott, wie peinlich. So unnötig, dieser Tod. Du hast unser Reich gerettet, Reiter. Und dafür hast du meinen Dank. Doch nur die Zeit wird zeigen, ob unser Weg in die Finsternis führt oder aus ihr heraus. Ja, der Funke des Lebens. Was war die größere Sünde? Ein Monster zu erschaffen oder dich zu schicken, um es zu töten? Wie auch immer, es ist beendet. Dann hat Gorns Albtraum endlich ein Ende gefunden. Ich kann noch den Funken des Lebens in ihm brennen sehen. Er verwandelt ihn zu Asche. Möge der Stein uns vergeben, Reiter. Mir selbst kann ich nicht vergeben. Ist aber schon traurig, wa? Ich habe einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Na, das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Den investieren wir. Wo investieren wir ihn denn? Leichenexplosion. Weil man hier vielleicht auch mal wieder was machen konnte. Ich nehme mal das. Weil ab und zu nehme ich das doch mal. Berührt. Wieder und wieder. Ja, das weiß ich. Ich möchte zu... Wo möchte ich eigentlich hin? Zu Vulgrim eigentlich mal. Wobei, ich hätte auch bei ihr Sachen verkaufen können, ne? Ich will nämlich ganz dringend so ein paar Sachen aus dem Inventar loswerden. Das muss doch wieder entrümpelt werden. Komm mal her, Alter. Ich war noch... Zu früh weg, es war zu voreilig. Neue Talismane im Angebot. Interessiert mich nicht, aber danke. Die Sachen kann ich leider auch nicht in eine... in eine besessene Waffe investieren. Wurde mir geschrieben, es sind gelbe und gelbe, das ich geht nicht. Ich werde dies dem Wald anbieten. Chaosfang. Wenn ich es nicht brauche, weg damit. So schade es ist, bei Tiers klauen. Vielen Dank. Okay, aber hier wird es wesentlich wichtiger. Also. Wow. Das Ding lasse ich erstmal noch. So, weg damit. Ich werde es verwenden, so gut es geht. Das kommt auf jeden Fall weg. Ronhold-Hammer. Ah, vielleicht probiere ich das mal aus. Weiß ich noch nicht. Axt des Feuers. Handschuhe der Grausamkeit. Karkinos, das kommt weg. Ich müsste eigentlich mehr wegpacken. Vielen Dank. Tja. Es hat halt ganz geile Werte hier, aber... So... Es gibt halt schon ganz geile Sachen hier dazwischen, ne? Ich werde dies dem Wald anbieten. Magus, Streunerschutz, Schulterstück. Also das kann auf jeden Fall weg. Ich werde es verwenden, so gut es geht.
Schulterstück des Reiters kommt auch jetzt endlich mal weg. Mörderschulterstück. Ich hoffe halt drauf, dass ich nochmal irgendwie was finde, wo ich das vielleicht brauchen könnte, wo ich das gut investieren kann. Der Harnisch ist gar nicht mal so schlecht. Mensch. Ich werde es verwenden, so gut es geht. Für manches kriegst du halt echt ganz geil Geld. Vielen Dank. Die sind nicht gut. Ich werde dies dem Wald anbieten. Sollen wir hier nochmal gucken, was wir hier Feines finden? Also, das lassen wir mal noch. Das lassen wir mal auch noch. Ist doch kritischer Schaden ganz gut drin. Widerstand. Brauche ich nicht. Nehme ich weg. Ich werde es verwenden, so gut es geht. Das freut mich, Moria. Finsterer, nein, den behalte ich. Weg damit. Weg damit. Der ist ganz geil. Weg damit. Ich werde es verwenden, so gut es geht. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich habe jetzt ein bisschen Geld wieder gemacht. Und jetzt widmen wir uns unserer Hauptquest wohl mal wieder. Ach, das Ding kann ich eh nicht benutzen momentan, weil ich dafür noch zu schwach bin. Die Frage ist eh, ob ich das je benutzen werde. Die haben halt schon ganz geile Werte, ne? Muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Ich weiß nicht. Ja, mich bedrückt, dass ich nicht weiß, ob ich das behalten soll oder nicht. Falls dich das interessiert. So. Weltkarte. Ich möchte, glaube ich, jetzt hier oben erstmal wieder hin. Jetzt geht's nämlich mal endlich weiter hier zur Erde. So. Schnelle Reise, ja. Und keine Sorge, in das Labyrinth des Seelenlenkers werde ich auch noch gehen. Aber im Moment möchte ich erstmal endlich die Hauptstory ein bisschen vorantreiben. Habe ich jetzt lang genug nicht gemacht. Und ich bin auch sehr gespannt, was dieses Gebiet dann so für mich bereithalten wird. Denn es hieß schon, es ist anders als das, was man bis jetzt hier so kannte. Spielt sich irgendwie anders und ich werde schon sehen, was gemeint ist, aber ja. Nur den müssen wir erstmal zusehen, dass wir zum, wie heißt er denn? Zum Dingsi kommen, zum Kristallturm. Verzweiflung. Lass uns bitte ein bisschen reiten. Auch wenn diese Welt wieder einfach nur unglaublich wunderschön ist. Eine Augenweide sondergleichen. Ohne Witz, ich finde das wirklich wunderschön hier. Wenn man dann bedenkt, worum es eigentlich geht in dem Spiel. Es ist fast schon ein bisschen ironisch, dass solche Gebiete hier auftauchen. Nichtsdestotrotz unglaublich toll. Ihr habt mich übrigens auch wissen lassen, dass es vielleicht günstiger wäre, erstmal soweit Main Story-mäßig das weiter voranzutreiben und dann erst später nach diesem Ödlicht ganzen Gedöns, dass ich erst danach vielleicht die DLC-Inhalte angehen sollte, um mich vor etwaigen Spoilern ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, zu schützen. Und deswegen werde ich das auch so machen. Vielleicht direkt nach dem ganzen Ödlichtgedöns. Mal schauen, ich weiß es noch nicht, wie sich das halt anbietet. Aber die DLC-Inhalte interessieren mich auf jeden Fall sehr. Und dementsprechend
werde ich da auf jeden Fall zumindest mal reinschauen. Ich bin auch gespannt, wie schwer das Ganze dann sein wird. Weil levelmäßig soll sich das wohl an mich so ein bisschen anpassen. Zumindest war das eine Mutmaßung, die so geäußert wurde. Ich bin einfach mal sehr gespannt. Ich wollte gerade sagen, wie weit kann ich denn jetzt hier noch reingehen? Boom, ich muss wieder nach oben, weil das Portal war, glaube ich, oben bei... beim Archon. Der ist doch Archon, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich jetzt einige Nebeninhalte gemacht und gezeigt. So, wo war der Typ hier jetzt? Ich habe es schon wieder vergessen. Ne, ich glaube, wir mussten hier lang, ne? War das nicht so? Haben wir doch mal was weggesprengt und konnten dann hier hoch irgendwie. War das auf dieser Seite? Ich meine schon. Ja. Okay, dann können wir nämlich hochklettern. Und finden dann das Portal wahrscheinlich dort. Ja, genau. Hier ist dieses angedeutete Dämonengewächs. Genau, hier oben. Je höher, desto besser. Hier rein, genau. Na dann. Ab zur Erde. Hallo? Jetzt. Ruhe! Es sind nicht nur Leichen anwesend. Uriel? Was macht denn die Höllenwache auf der Erde? Verdammt. Hilf Uriel, den Schwarm zu besiegen. Uriel, da ist sie ja doch tatsächlich. Ich hab's doch angedeutet. Beziehungsweise geahnt. Und das hier ist der Anfangsort. Oder? Aus Teil 1? Diese ollen Gift-Zombie-Scheißdinger hier. Oh, die Musik ist geil. Aber leider Gottes verbreitet diese Musik so eine Hektik. Oh, wow. Konzentrier dein Feuer! Zusammen! Wie viele von den Viechern rennen denn hier rum, bitte? Oh nein, nein! Alles aber das nicht, bitte! Nein!
Oh nein, die habe ich in Teil 1 schon gehasst. Wieso habe ich denn so viel Leben schon verloren? Rettung. Was? Drücken Sie X, um einen Bodenschlag auszuführen. RT, um den Schnellschuss zu verwenden und LT halten, um den Streuschuss zu verwenden. Oh nein. Ich sollte dich dafür umbringen, was dein Bruder hier getan hat. Aber du hast mein Leben gerettet. Wir sind somit quitt. Was weißt du über den Stab von Arafel? Eine Waffe mit immenser Macht. Von Archon Hestus auf die Erde gebracht, um die Dämonen im Endkrieg zu bekämpfen. Doch Hestus fiel und der Stab wurde zerschlagen. Jetzt benutzt der Zerstörer die Teile, um seine Armee der Finsternis zu stärken. Was gebrochen ist, kann wieder zusammengefügt werden. Wo sind die Teile des Stabs? In den Händen des Zerstörers. Er hat Kreaturen aus dem Abgrund gerufen und seine Auserwählten losgeschickt. Blasphemische Dinge, die selbst jetzt diese Welt in ihre eigenen höllischen Domänen unterteilen. Die Leidenden sind solche Bestien. Sie laben sich an den Toten dieser Welt und verwandeln sie in einen Schwarm aus Fleisch und Knochen, der wie eins kämpft. Sie waren es, die uns vor einigen Augenblicken angegriffen haben. Wie eins, leicht entzweit. Ich werde keine weiteren Höllenwachen riskieren, um den Stab von Arafel zurückzuerobern. Solltest du jedoch diese vergebliche Mühe auf dich nehmen, dann folge der Spur aus den Leichen meiner Brüder. Vergebliche Mühe, das wäre nicht das erste Mal. Okay, Uriel. Ich bin erstmal sehr begeistert, sie hier überhaupt zu sehen. Wie gesagt, ich habe das ja schon irgendwie gehofft, irgendwie auch sie zu sehen, weil es, als wir auf Nathaniel getroffen sind, da gab es ja auch Höllenwachen. Und deswegen, die Höllenwache auf der Erde. Warum ist die Höllenwache noch auf der Erde? Du hast verloren, Uriel, falls du es nicht bemerkt haben solltest. Wo sollten wir sonst hingehen? Die ganze Schöpfung hat gesehen, was hier geschah, wie die Höllenwache aufmarschierte, bevor die Siegel gebrochen wurden. Die Weiße Stadt ist für uns verschlossen. Wir können nicht mehr nach Hause. Okay, erzähl mir was über die Auserwählten, bitte. Was sind diese Auserwählten? Sie sehen nicht wie Dämonen aus. Nein, sie sind etwas viel Älteres. Sie kamen direkt aus dem Herzen des Abgrunds. Die Mächtigsten dienen dem Zerstörer und herrschen in seinem Namen über Asche und Knochen. Der Rest tötet alles um sich herum. Sind es diese Auserwählten, die wir im ersten Teil bezwingen mussten? Der Schwarm. Es ist ein Wunder, dass du so lange durchgehalten hast. Selbst die Toten marschieren gegen dich auf. Du sprichst vom Schwarm. Von allen Kreaturen, die hier streunen, dürstet es sie am meisten nach Rache. Nicht einmal der Tod kann sie aufhalten. Das wird sich ja noch zeigen. Und wie viele sind verloren? Wie viele Engel sind hier gestorben, Uriel? Zu viele. Doch für jeden toten Engel gibt es einen anderen, der gegen seinen Willen am Leben gehalten wird. Ihr Leiden stärkt den Zerstörer. Vielleicht kannst du sie von ihren Qualen erlösen, fahler Reiter. Wenn du es wünschst, jedoch ist alles, was ich den Gefangenen anbieten kann, ein schnelles Ende. Das ist Segen genug. Okay. Erlöse die gefangenen Höllenwächter. Ja gut, ich finde das erste Stück des Stabs. Jetzt ist also unsere Aufgabe wohl... Warte mal. Diesen Stab hinzukriegen, oder was? Diesen Stab zu finden. Brauche ich jetzt das die ganze Zeit, oder wie, oder was? Also, es sieht hier wie aus wie an der Kreuzung. Was, die Kreuzung? Ich glaube ja, in Teil 1...
Sind auch Hydranten. Sind Autos. Bevor ich hier irgendwie groß weitergehe, würde ich erstmal... Hier ist das Portal. Ich könnte auch wieder zurück, okay. Das wollte ich nur mal kurz abchecken, ob das ginge, wenn ich dann wollte. Okay. Ein Schlangenfoliant. Gut, den brauche ich jetzt zwar nicht, aber trotzdem gut zu wissen, dass hier einer ist. Die Möbel gefallen mir nicht, deswegen zerstöre ich sie auch. Das mit diesen Teilen sammeln hat so ein bisschen was von einer Armageddon-Klinge, die man ja auch stückchenweise wieder suchen musste. In Teil 1. Aber naja, wird sich zeigen. So. Ein Taxi. Dieser Stuhl ist auch hässlich. Der auch. Parkuhr oder was das hier ist. Hier ist auch eine Truhe, das habe ich gesehen. Und hier ist auch noch Zeug, das man so zerschmettern kann. Deswegen tue ich das, einfach weil ich es kann und Bock drauf habe. Und hier finden wir noch ein bisschen Kram. Das ist wie in Teil 1 hier, ey. So ein Portal-mäßig so ein bisschen. Das muss ich mir wahrscheinlich merken. Oder da kommt man erst durch mit dem zusammengesetzten Stab von Arafel oder so. Moment, hier ist noch was hinter. Das habe ich gesehen. Eine Fährmannsmünze ist zwar nicht das Geilste, aber trotzdem. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir irgendwie kriegen können. Das ist ja ganz klar. Ja, hier habe ich das Ding hingelegt. Das weiß ich. Hier sind nochmal Seelenlenker-Dinger. Oh mein Gott. Massen von denen. Zombies ohne Ende. Nein! Oh mein Gott, das war super knapp. Okay. Ich will hier vor allem gucken, ob hier irgendwo was ist von diesem Seelenlenker-Dings. Denn wenn ich das eines Tages mal betrete, was ich definitiv zumindest möchte, mir mal angucken. Die jagen sich und ihre Kumpels in die Luft. Wow! Die springen einfach los. Und denken, man freut sich darüber, dass sie einen so stürmisch begrüßen, ey. Ich finde das ja total putzig von euch, aber doch nicht so. Mensch, ich kann mich doch nicht auf euch alle gleichzeitig konzentrieren. Polizeiwagen.
Okay, dann habe ich ihn quasi erlöst jetzt, oder was? Okay. Oh nein. Okay. So viele von diesen Pissviechern hier. Wow. Meine Güte. Ja, geh weg. Wow. So viele von diesen Viechern hier. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die mega stark sind oder so. Das ist es ja nicht mal. Aber es sind halt immer gleich so unglaublich viele. Oh. Wow. Geh weg. Geil, ich bin hier festgebackt, richtig? Nein, nicht richtig. Halt. Gib her. Dankeschön. Wow, 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 wow. Shit, wirklich. Hm. Boah, der macht aber viel Schaden, meine Fresse. Oh. Stirb doch mal. Meine Fresse, sind diese Viecher stark. Das ist ja echt nicht mehr witzig. Hier noch irgendwas? Wenn ich mir vorstellen kann, dass hier noch irgendwie ein Geheimnis rumdümpelt. Irgendwas. Aber ist offenbar nicht so. Ich hab gerade irgendwie mega die Frame Drops. Keine Ahnung warum. Kleinen Moment, ich mache mal eben eine Pause, wenn ich den da kaputt habe. Jetzt nämlich. Bis gleich.